Was geht ab, liebe Pöhlersbande? Herzlich willkommen beim Klassiker-Vlog Dortmund gegen Bayern. Viel Spaß mit dem Video. Und besser könnte man in einen Klassiker-Vlog nicht reinstarten. Lieber Felix. Ich kann es nur noch für Sie geben. Ja, das ist richtig. Falls ihr euch fragt, warum da ein Wasser steht, wir waren gestern schon ein bisschen unterwegs, wie man in diesem wunderschönen Gesicht unschwer erkennen kann. Ja, in dem sieht es ja auch so aus. Also von daher, frühstücken wir jetzt mal, natürlich bei Bruce Lee. Wie soll es anders sein? Freunde, wir haben die waschechten Schweizer am Start bei Bruce Lee. Ergebnistipp, mein Lieber. Hau mal raus, was machen wir heute? Ich tippe wieder auf ein 2-2. Cut. Hier, du hast noch mal eine Chance. Was machen wir heute? Okay, komm, aber wir schießen dennoch zwei Tore. Mach 2-1, komm. Ja, das finde ich gut, habe ich nämlich auch gesagt. Okay, gut. Wer macht's denn für uns? Das ist schwierig. Ich glaube, der Füllkrug macht wieder mal eins. Ja. Und dann glaube ich, irgendwie so ein Schlotterbeck oder so macht auch noch eins. Das ist ein guter Call, ey. Ja. Was sagt der gute Mann daneben? 3-1 Dortmund. 3-1 Dortmund? Ja, ja. Also Manuel Akanji trifft nicht, hä? Reus trifft ganz sicher. Ja. Adeyemi kommt wieder zurück. Auch ein guter Call. Riasson macht noch einen Call. Wow. Das sind mal Torschützen, ne? Riasson, Reus und Adeyemi? Ja, genau. Wow. Was sagst du? Ich sage 4-2 Dortmund. Reus schießt 3 Tore und Moukoko 1. Boah, würde ich so kaufen auf jeden Fall. Und jetzt, was sagst du? Ich wünsche mir ein 3-2, so ein richtig spannendes. Na, aber doch nicht nein, dann kriegen wir noch wieder mehr graue Haare. Nein. Und in der 92. Minute machte Schlotti das 3-2. Also, Schlotti in der 90. 3-2, haben wir gerade noch gehört. Das wäre auf jeden Fall viel zu wild, wenn es so kommt. Für uns geht es jetzt weiter zu Sky. Wir sind eingeladen zum Sky Fanfest und genau da sehen wir uns wieder. Inzwischen sind wir angekommen beim Sky-Wow Fanfest in Dortmund. Und es ist jetzt gerade der Experten-Talk im Gange mit Holger Badstuber, mit Roman Weidenfeller, mit Ernesto und mit Conan Furlong. Und genau davon werde ich euch jetzt mal ein paar Einblicke geben, Freunde. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Da ist er, der Fiago Footy Bass. Darf ich dir sagen, Bro, dass dir dieses Ding einfach exzellent steht? Danke dir. Ich meine, sagen wir mal, HSV ist ja nice, aber das hier, guck mal, ist doch nochmal viel besser. Ich bin kein Pech diesmal, ne? Weil die letzten Male, ich hab da nicht Geschichte mit Dortmund. Ich hoffe, diesmal ist anders. Ja, aber Geschichten sind da, um neu geschrieben zu werden. Weißt du, so nicht anders. So nicht anders. Abfahrt. Ach, schön. Ey, was sagst du heute, Bro? Boah, ich bin ein bisschen pessimistisch. Ach komm, dann kann ich direkt hier wieder Cut machen. Ich sag 2-2. Ist okay? Das kommt 2-2. Also, im Vergleich zu euch, ihr sagt ja alle Heimsieg, ich sag, ihr verliert nicht. Aber 2-2 letztes Mal in Dortmund, letztes Klassiker war ich dort, aber auch 2-2. Ist auch nochmal 2. Ja, komm, friedlich, ist okay. Unentschieden. Ja. Ist so. Wer macht denn die Dinger? Wird man mitnehmen, oder? Wer die malen macht eins? Mhm. Malen und Moukoko. Kommt rein und macht eins als Stop. Guter Call. Das ist mein Call. Guter Call. Also 2-2. Und für die Bayern trifft wer? Kane. Zweimal? Ja. Na. Das kann man leider nicht verhindern. Ja, wir werden es gleich erleben. Ja? Ja, gleich ist es dann soweit und das Quiz steht an. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. Doch, nach dem Fanfest, Freunde, ist vor dem Spiel. Wir sind frühzeitig, würde ich mal sagen, lieber Felix, als Reisegruppe Fußball angekommen. Und werden uns jetzt noch ein bisschen
mit ein paar Freunden treffen, uns unterhalten, ein Bierchen trinken. Wasser. Ein stilles Wasser trinken. Und ja, und dann natürlich jetzt ein bisschen eingrooven, weil, Freunde, eins ist ganz klar, jetzt am Stadion habe ich halt Bock, Punkt. Und jetzt müssen wir auch alles geben, um halt diese drei Punkte hier zu behalten. Es wird eng, es wird hitzig und ich glaube schon, dass wir Fans das Zünglein an der Waage sein können heute, Schrägstrich sein werden. Ja, und da muss jetzt eine Einheit sein. Mannschaft ab der ersten Minute, Fans ab der ersten Minute und dann Vollgas, Freunde. Vollgas. Ja, BVB. Zack, da gehen wir rein. So, jetzt geht es zum Block 74 auf der Nordtribüne. Ich bin ja heute eingeladen bei Sky bei Wow. Und deswegen wird dieser Block auch ein bisschen anders, weil natürlich auch Spielszenen nicht so gern gesehen sind, beziehungsweise auch rechtlich ist es ja immer noch so eine Grauzone und so. Was aber auch nicht schlimm ist, weil das hilft mir eigentlich, mich auch auf das Spiel zu konzentrieren, weil wir werden heute einfach alle Fans brauchen. Ob auf der Nordtribüne, Osttribüne, Westtribüne, Südtribüne sowieso. Wir müssen alle Gas geben. Deswegen wird es jetzt gleich nochmal eine Einschätzung geben. Wird es ein Halbzeitfazit und ein Endfazit geben. Und ich suche jetzt mal die Jungs und Mädels von Sky und Wow, weil die habe ich bisher alle verloren. Aber spätestens auf den Plätzen sehen wir uns wieder. Scheiß FC Bayern! Wir singen Scheiß FC Bayern! Scheiß FC Bayern! Wir singen Scheiß FC Bayern! Scheiß FC Bayern! Also Freunde, Neuer ist auf jeden Fall gerade schon mal ein bisschen empfangen worden hier in Dortmund, so wie es sich gehört. Und jetzt brenne ich, Leute. Ohne Scheiß, jetzt brennt mir der Helm durch und unsere Mannschaft kommt! Unsere Mannschaft kommt! Auf den hier! Weil die Mannschaft ja auch draußen ist. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Allerdings ist so diese Außenverteidigerposition Martin Wolf. Da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen noch, aber ich hoffe, er straft nicht lügen. Ist auch egal. Also es sind Hummels, Schlotterbeck, Riasson und Wolf hinten. Dann haben wir Vogel. Dann haben wir Sabitzer und Özcan. Dann haben wir Reus, Brand, Malen, Füllkrug. Das ist schon stark und vor allen Dingen, wir können auch von der Bank noch extrem stark nachlegen. Wir haben einen Felix Metscher, wir haben einen Mokoko, den wir noch nachlegen können, wir haben einen Haller, wir haben einen Wein und Kittens. Da ist gerade offensiv noch richtig viel Potenzial auf der Bank. Und was ich jetzt gleich einfach sehen will in diesem Spiel, ab der ersten Sekunde, ist Mut, dass wir nach vorne verteidigen, dass wir mutig auch im Ballbesitz sind, dass wir auch mal mutige Pässe spielen. Also auch Nico Schlotterbeck wieder in dieser progressiven Spieleröffnung. Einfach auch mal mutig auf das Zentrum, ballsicher. Und traut euch, es ist ein Heimspiel, es ist Flutlicht, es ist Topspiel. Wie viele Gründe braucht man auch, um jetzt gleich zu liefern? Es ist das 400. Spiel von Marco Reus für Borussia Dortmund. Es war eben ein Gänsehautmoment, als er da auch geehrt wurde, als er dann auch nochmal in Richtung Tribüne geklatscht hat, hatte ich direkt Gänsehaut. Leute, Borussia Dortmund mit einem gewissen Selbstverständnis heute bitte gegen Bayern München austreten und das will ich ab der scheiß ersten Sekunde sehen. Dann ist das Stadion da, dann sind die Fans da, dann holt uns das ab und dann schlagen wir heute gemeinsam Bayern München. Das ist der beste Plan. So müssen wir es machen, Leute. Ohne Scheiß. Julian! Ja! Mit der
sich diese scheiß gottverdammt geile Südtribüne an. Digga, Abriss jetzt! Abriss jetzt! Hey, RBVB! Hey, RBVB! Genau dann passiert sowas. Genau dann passiert sowas, dass du einfach wieder früh in Rückstand gerätst durch eine Standard. Und dann stehen so zwei, drei Bayern-Fans um dich rum auf und jubeln. Super Bayern, super Bayern. Ey, Digga, komm doch, weiter, weiter, weiter jetzt. Und dann steht es halt nach, keine Ahnung, 10 Minuten 2-0 für Bayern. Und wir kriegen den Konter, weil wir es unsauber ausgespielt haben. Das ist genau das Worst-Case-Szenario, was nicht eintreten darf. Und das ist eigentlich mit Hammer. Ja, Freunde, Halbzeit im Klassiker. Borussia Dortmund liegt 2-0 hinten. Und das schon nach sage und schreibe 10 Minuten. Und das ist genau das Spiel bisher gekommen, was nicht hätte passieren dürfen, wenn du hier irgendwie was holen willst in diesen ersten 50 Minuten. Die Bayern machen früh eben dieses 2-0 durch. Viele Fehler von Borussia Dortmund im eigenen Spielaufbau. Wir sind wieder unkonzentriert, ungenau, wir haben keinen Zugriff. Und das Allerschlimmste ist, es steht dann früh 2-0. Du hast noch 35 Minuten Zeit in dieser Halbzeit, um mal mutiger zu werden, um mal höher anzulaufen, um mal zu pressen. Und das machst du viel zu wenig, viel zu selten. Da ist teilweise gar keine Bewegung drin. Das ist Standfußball, das ist Verwaltungsmodus für Bayern München, aber die müssen halt auch nicht mehr machen. Und das kann es halt einfach nicht sein, ja, in diesen 45 Minuten. Ja, und wir müssen jetzt einfach in diesen zweiten 45 Minuten, wenn wir da mal irgendwie zurückkommen wollen, müssen wir mutiger werden, weil ich verstehe nicht. Ja, klar, wenn wir höher anlaufen, wenn wir mutiger werden, dann geben wir Räume frei, dann ist vielleicht die Gefahr da, dass du auch nochmal ein 3-0 kriegst oder so. Vielleicht ein bisschen zulasten einer defensiven Stabilität, das verstehe ich schon. Aber du musst ja. Also was soll denn passieren? Ja, dann entweder du kriegst das Dritte oder du machst jetzt nochmal das Anschlussding. Und du hättest es kurz vor der Halbzeit eigentlich machen müssen. Nochmal eine Riesenchance für den BVB. Dann gehst du psychologisch wichtig zumindest mit einem 2-1 in die Kabine. Aber das hast du nicht gemacht. Und ich bin echt enttäuscht. Ich bin echt desillusioniert. Das ist kein mutiger Auftritt vom BVB in diesen 45 Minuten. Das ist kein gutes Spiel. Das ist auch nicht dieses mutige Heimspiel im Top-Spiel-Klassiker. Das ist so eine Blaupause für mich. Könnte auch Gladbach sein, könnte auch Darmstadt sein, könnte auch Freiburg sein, könnte irgendwas sein. Aber das ist nicht das, was es gebraucht hätte, um hier was Zählbares zu machen. Ich bin gespannt, was wir noch machen. Also schauen wir mal. Und dann spielst du bis dahin eigentlich eine deutlich bessere zweite Halbzeit. Bayern schießt aber trotzdem zwei Abseitstore und es steht 3-0. Was willst du machen, Alter? Ist ernüchternd, Alter. Es ist ernüchternd. Ja, Freunde, und damit fange ich das Fazit dann einfach schon mal an mit dem 4-0 der Bayern. Ja, es passiert genau das, wo ich Angst vor hatte, was ich erwartet habe. Die verlieren im DFB-Pokal, die kriegen die Ansage ihres Lebens. Dann können sie auf einmal alle wieder Fußball spielen. Wir verlieren. Ja, völlig verdient dann gegen Bayern auch in der Höhe. Obwohl wir eine bessere zweite Halbzeit zeigen, obwohl wir da mal ein bisschen mehr Kokonis haben, mal ein bisschen mehr Wille zu sehen war, ein bisschen mehr Leidenschaft zu sehen war. Aber sie schießen halt dann, wie gesagt, trotzdem zwei reguläre Tore, zwei Abseitstore. Und es reicht am Ende dann einfach auch nicht gegen Bayern, die ja selber nicht on point waren. Und das kann nicht sein. Und dann schießen sie uns halt ab im eigenen Stadion. Wir waren seit 26 Heimspielen zu Hause ungeschlagen. Seit 26. Und dann schrittst du in der ersten Halbzeit so auf. Dann kommst du verbessert aus der Kabine, zugegeben, ohne dieses nötige Quäntchen Glück zu haben. Und dann ziehen die dir trotzdem wieder den Stecker. Und
tut einfach weh, ich bin wieder emotional leer, das Spiel läuft jetzt gerade noch in den letzten Zügen, es plänkelt vor sich hin. Ja, da haben wir nochmal einen Abschluss, wunderbar. Aber am Ende des Tages ist es wieder desillusionierend und wir haben gesagt, jetzt kommen die Wochen der Wahrheit, jetzt werden wir sehen, wo wir stehen. Jetzt kommen Newcastle, Stuttgart, Bayern und genau in dem Moment ist auch Schluss und Abschluss und die scheppern uns hier einfach weg. Mit nicht mal dem Fuß, bei dem man irgendwie zeigen muss. Erste Halbzeit war dann Verwaltung von Bayern. Oder. Das ist richtig und richtig. Ich glaube, lass es weg. Ja, was bleibt uns am Strich? Keine Ahnung. Muss ich jetzt erstmal sacken lassen? Werden wir dann bestimmt morgen drüber sprechen, aber jetzt gerade in dem Moment finde ich relativ leer. Und weiß, wie gesagt, nicht mehr so richtig, was ich erwarten soll. Wir haben uns wieder viel vorgenommen, wir wollten wieder mutig sein. Wir wollten wieder zeigen, dass wir jetzt endlich mal dran sind und so. Aber davon hast du in Halbzeit 1 gar nichts gesehen, in Halbzeit 2 wird es besser, aber eben auch immer noch zu wenig. Und dann ist es ein Qualitätsunterschied und dann habe ich wieder den Matchplan nicht so richtig gesehen. Habe ich diese Herangehensweise wieder nicht gesehen. Das war nicht dieses Top-Spiel-Herangehen, das war einfach so jedes x-beliebige Bundesligaspiel so und ja. Aber das, was man jetzt gerade auch noch mal von den Fans so mitbekommen hat, und wir werden immer bewusst sein, es gibt nie einen anderen Verein. Es ist ja so. Also egal, wie das Ding jetzt gerade ausgegangen ist, am Ende des Tages bleiben wir Dortmunder und stehen zu und hinter unserem Verein. So Leute, mittlerweile ist das Spiel schon ein bisschen länger her. Haben uns jetzt gerade noch mal ein bisschen frisch gemacht und gehen jetzt in Dortmund noch mal ein bisschen auf die Rolle, weil das muss man erstmal sacken lassen, den ganzen Bums. Und auch ein paar Stunden später ist das Resultat nicht besser. Ganz im Gegenteil, das Spiel war wirklich nicht gut. Und das müssen wir auf jeden Fall auch aufarbeiten im nächsten Livestream. Wenn euch trotzdem das Ganze drumherum gefallen hat, also dieses ganze Video, dann gerne den Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat, und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. In dem Sinne, meine mitgebrochenen Borussen und Borussinnen, Kopf hoch weitermachen, aber nicht so, sondern anders. Und ja, jetzt erstmal schütteln. Nur der BVB. Nur der BVB, Freunde. Ich bin raus. Wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann, euer Toxi. Ciao.